Ich habe komplett die Übersicht verloren. Welche Motorradführerscheinklassen gibt es jetzt? Wann kann ich welchen Führerschein machen? Und vor allen Dingen, welches Motor oder welchen Roller darf ich denn damit fahren? Alles klar, dann lass uns doch gleich mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und zwar den Mofa-Führerschein, der streng genommen gar kein Führerschein ist, sondern lediglich eine Prüfbescheinigung, darfst du ab 15 Jahren machen und darfst damit zwei Räder mit maximal 25 km/h Höchstgeschwindigkeit und maximal 50 Kubik fahren. Ah, okay. Und was wäre dann der nächstgrößere Führerschein? Das wäre die Klasse AM. Damit darfst du Motorräder und Roller, genauso wie Dreiräder und Quads mit maximal 4 kW fahren oder auch kleine Autos mit maximal 6 kW. Alle Fahrzeuge dürfen aber nicht schneller als 45 km/h sein. Zudem die Mopeds und Roller, die dürfen nicht mehr als 50 Kubik haben. Bei den Dreirädern und Vierrädern ist es ein bisschen anders, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Mhm. Okay, und den 125er Führerschein kann ich doch auch mit 16 machen, oder? Ja genau, die Klasse A1 kannst du ebenfalls mit 16 Jahren machen und darfst damit Motorräder und Roller bis maximal 125 Kubik und 11 kW fahren, genauso wie Dreiräder mit maximal 15 kW. Und dann kommt Klasse A? Jein. Also wenn du 24 oder älter bist, dann kannst du direkt A machen. Damit darfst du dann auch unbeschränkt alles fahren, was auf zwei Rädern unterwegs ist. Allerdings, wenn du 18 bist, kannst du auch erstmal A2 machen. Damit darfst du dann Motorräder bis maximal 35 kW, sprich 48 PS fahren. Dabei ist nur darauf zu achten, dass das Ursprungsmotorrad nicht mehr als 70 kW hat und dass ein Leistungsgewicht von 0,2 kW pro Kilogramm Gewicht des Motorrads nicht überschritten wird. Alles klar, ich glaube, jetzt habe ich es ungefähr verstanden. Und wenn du dann mindestens 2 Jahre den A2 hattest, kannst du den Stufenaufstieg zu A machen. Danke für die Erklärung, dafür folge ich dir auch gleich mal. Hast du jetzt noch eine Frage?